Ja, was wir hier gemacht haben, ist 3D-Modelle mit Kindern kreativ entworfen, designt, entwickelt, dann einfach abgespeichert und tatsächlich bei einem 3D-Drucker ausgedruckt. Ich habe hier also ein kleines Beispiel mit. Das ist Motto das Traumhaus und wir haben versucht, also dieses kleine Haus also tatsächlich zu modellieren mit einem 3D-Programm. Und das haben wir dann tatsächlich nachher auch mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Also das sind also nur zwei Beispiele von tatsächlich sehr vielen. Das Schöne daran ist, der kreative Prozess, also dieses Haus zu entwickeln und dann darüber hinaus auch zu zeichnen, kostet eigentlich nichts. Dafür gibt es verschiedenste Programme, natürlich auch sehr kostenpflichtige. Wir haben dazu wirklich freie Software verwendet und haben also das hier gezeichnet, haben wir gezeigt, wie generell 3D-Zeichnen funktioniert, wie man dreidimensional etwas entwerfen kann und haben das halt abgespeichert. Der 3D-Druck natürlich, der ist dann schon nicht mehr so kostengünstig. Dazu braucht man einen 3D-Drucker, entsprechende Kunststoff, der das dann also auch tatsächlich hier so ausführen kann. Ja, am besten ist wahrscheinlich, ich zeige es also direkt also am Bildschirm her, wie also das Designen funktioniert, um also eine Vorstellung zu bekommen, wie einfach es eigentlich ist, also heute ein 3D-Modell zu entwerfen und damit auch den Kindern das Gefühl zu geben, sie können also nicht nur das sehen, wie das aussieht, sondern auch wirklich selber produzieren. Ja, also wir haben in unserem Setting SketchUp verwendet. SketchUp ist also ein Gratis-Programm von Google und kann also in einer sogenannten Make-Version heruntergeladen werden, kostet soweit nichts. Erst die Pro-Version, die natürlich dann etwas mehr könnte und mit dem man exakter zeichnen könnte, die würde natürlich auch kostenpflichtig sein. Aber für das erste Kennenlernen eines dreidimensionalen Programmes und für das erste Erstellen eines 3D-Objektes ist, glaube ich, SketchUp, wie man hier sieht, also von Google ganz gut geeignet. Man startet dieses Programm und bekommt also hier diese Oberfläche. Das ist die menschliche Größe, damit man eigentlich sieht, wenn ich dreidimensional arbeiten würde, wie groß muss ich zeichnen, dann dafür ist also dieser Mensch hier gedacht. Den haben wir aber immer wieder herausgelöscht, also einfach, weil für den 3D-Drucker das dann sowieso wieder eigens skaliert wird. Das Tool ist relativ einfach aufgebaut. Einfach heißt, dass es sehr wenige Werkzeuge gibt. Man sieht also hier diese Leiste und man kann zum Beispiel hier jetzt einmal ein Rechteck nehmen und ich zeichne einfach ein Rechteck hier auf dem Boden und habe jetzt die Grundfläche des Hauses bereits schon entworfen. Sehr schön ist es und sehr einfach ist dann diese Fläche dann tatsächlich eine dritte Dimension zu geben. Man klickt also hier und dann geht es also einfach ein paar Meter in die Höhe. Wer es genau nehmen möchte, könnte auch hier die Distanz von Zoll umstellen auf Meter und auch ganz exakt arbeiten, aber das war für den ersten Schritt mit den Kindern also gar nicht notwendig. Dann kann man sich das 3D-Objekt bereits etwas drehen. Man fügt zum Beispiel hier jetzt einen Strich hinzu, indem ich mir den Mittelpunkt suche auf dieser Kante und den Mittelpunkt auf dieser Kante und dann diesen Strich, der jetzt quasi mein First ist, einfach nach oben verschiebe. Man sieht, ich habe also ohne große Hexereien bereits also ein dreidimensionales Objekt. Jetzt ist natürlich so, ein Haus hat natürlich Fenster. Ein Fenster ist also zumeist also wieder ein Rechteck. Das heißt, man zeichnet sich also hier zum Beispiel jetzt ein Fenster ein und das Fenster braucht natürlich auch eine gewisse Tiefe, auch darum, dass es der 3D-Drucker erkennen kann. Das Gleiche macht man noch zum Beispiel mit einer Tür, indem man sich also auf diese Fläche vielleicht also auch hier eine Tür hinein erstellt. Auch hier ist es sehr einfach gemacht, über ein Rechteck zu lösen. Man zeichnet sich die Tür ein, erstellt sich also auch hier wieder die Tiefe und hat bereits also die komplette Front zum Beispiel von einem Haus entworfen. Und wenn man auch hier das wieder sieht, mehr haben wir auch im ersten Schritt oft gar nicht gemacht. Man manchmal noch ein Dachflächenfenster eingebaut oder einen kleinen Garten und manchmal noch einen Baum mit einer Kugel, wobei also das also vom Print schon relativ also heikel ist und in dem Fall also vielleicht auch noch eine kleine Garage dazu. Meistens die Kinder zeichnen auch noch sehr gern einen Rauchfang. Da kann man sich dann über ein sogenanntes Bleistift-Tool hier behelfen. Ich drehe mir noch den Rauchfang etwas besser her. Das heißt, man muss also in der Ebene zeichnen. Das ist also hier das Kunststück, dass man also hier einfach sich dreidimensional diesen
Rauchfang einmal zeichne, das wäre die Fläche und dann ist immer wieder das Schema das gleiche. Das heißt, man hat also hier auch eine Fläche, die man wieder aufzieht. Und so kann man relativ schnell ein Objekt zeichnen, das durchaus schon einmal was herzeigbar ist und mit dem man herumspielen kann und sich natürlich dann auch mit mehreren Fenstern, mehreren Stockwerken einen kleinen Turm dazu bauen. Also alles, was man eigentlich das Herz begehrt. Ja, also die Einschulung bei den Kindern habe ich eigentlich genauso gemacht, wie ich jetzt in dem Video vorgezeigt habe. Ich habe ihnen die ersten und einfachen Funktionen gezeigt und habe also dieses Haus danach also auch tatsächlich wieder gelöscht und sie quasi in den Nullzustand versetzt. Die Kinder haben dann begonnen, haben das durchaus sehr brav nachgemacht. Es hat sich gezeigt, dass es auch schon schwer ist, einzelne Striche zu zeigen und dann das mit der dritten Dimension zu verstehen. Da also wirklich intuitiv das, ist das Programm nicht sofort, wenn man also noch nie, wirklich nicht technisch gezeichnet hat. Aber nach 10, 15 Minuten hat man durchaus ein ansehnliches Gebäude mit also etwas Unterstützung. Das heißt, also in den ersten 10, 15 Minuten braucht das Kind sehr wohl Unterstützung und sehr viele Kinder haben dann danach wirklich alleine weitergezeichnet und haben also wenige Probleme gehabt, also wirklich einfache Häuser zu zeichnen. Natürlich ist es so, das braucht Zeit, also 10, 15 Minuten brauche ich, um ein erstes einfaches Modell zu haben, 30 Minuten vielleicht, also um etwas Komplexeres und natürlich kann man also maximal ein bis zwei Kinder auf einen Rechner sitzen, das heißt, dass der Aufwand, also man braucht entweder viele Personen oder man muss natürlich auch in einem gewissen Bereich also die Zeit dafür aufbringen. Andererseits war natürlich sehr interessant, welche kreativen Ideen die Kinder entwickelt haben und sie wollten dann Türme bauen und das Dach so und dann Balkon dazu. Das heißt, es sind also relativ viele verschiedene Dinge dazugekommen. Was man vielleicht auch erwähnen muss, die Dimension und das, wie groß das Ganze jetzt wird, das ist alles sekundär, weil natürlich der 3D-Drucker, wie man also hier sieht, eher das Klein ausdruckt und das heißt also, es geht also nicht darum, ob das Haus jetzt, also wie, ob das 10 oder 15 Meter hier eingegeben wird. Das ist nicht das Problem, sondern man muss eher darauf achten, dass man die Dinge, die man macht, also tatsächlich auch etwas mehr in die Tiefe zieht, damit es also auch überhaupt eine Tiefenwirkung bekommt. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Auch muss man aufpassen beim 3D-Drucker, dass es natürlich nicht alles zu dünn wird, weil das ist ja nur eine Kunststoffschicht und der 3D-Drucker dann ist also das sehr schwer, quasi auch wirklich tatsächlich drucken kann. Wir haben also sehr viele Probleme gehabt mit sehr feingliedrigen Sachen, Bäumen, die also quasi einzeln wo gestanden sind. Und das heißt, bevor man so das 3D-Objekt tatsächlich abspeichert, sollte man auch kontrollieren, ob nicht irgendwo im Raum noch eine 3D-Fläche, ein kleines Quadrat, eine kleine Kubatur herumschwirrt, die dann plötzlich noch mitgedruckt wird, die man vielleicht also sonst gar nicht mehr erkennt. Aber alles in allem muss man sagen, man kann also sehr positiv das Ganze sehen. Ich habe bei einem Kind habe ich also gesehen, dass es also tatsächlich so ist, dass er zuerst sich den 3D-Druck angeschaut hat und er hat gesagt, ja, das kenne ich eigentlich schon, habe ich schon mal gesehen. Und dann haben wir ihm gesagt, er darf das jetzt aber selber machen. Da war er also ganz voller Freude und er ist wirklich sehr enthusiastisch hier gesessen und hat viele verschiedene Objekte gebaut. Und sehr schön also zu sehen, also wie einfach es dann doch geht und mit welcher Begeisterung Kinder hier etwas gestalten und machen können. Wir sind da bei der 3D-Station. Was wir grundsätzlich machen, sind 3D-Modelle ausdrucken, wie man da sieht. Was wir dazu verwenden, sind diese 3D-Drucker. Preismäßig, wenn man sie selber kaufen würde, ist man da in einer Kategorie für Einstiegsmodelle ab 500 Euro. Die Modelle, was wir da haben, sind in der Größenordnung 2000 Euro. Was dann dazu kommt, ist das Material, das eben in verschiedenen Formen verfügbar ist. Für so ein Modell in der Größe ist es 50 Cent bis 1 Euro, also nicht schlimm, wenn man mal einen Drucker hat. Was ein bisschen das Problem ist, diese Drucker sind noch nicht komplett einfach zu bedienen. Man ist jeden Tag in der Früh wieder, dass man schauen müssen, dass es laufen, dass alles funktioniert. Der hintere Drucker hat am ersten Tag super funktioniert, am zweiten Tag auf einmal wollte er nicht mehr, wir wissen nicht, was los ist. Gott sei Dank kam am zweiten da, dass das auch funktioniert. Was auch ist, bei den Modellen sieht man oft, dass es dann so ein bisschen Fehldrucke gibt. Da ist dann immer die Frage, liegt es am Druck, liegt es am Modell? Da muss man dann auch nachkontrollieren, dass das passt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie, man so ein, wie der Ablauf ungefähr ist. Die Kinder verwenden dazu ein 3D-Programm, das SketchUp, und modellieren da andere Modelle. Kann man sich dann so in 3D anschauen.
Wenn die Modelle fertig sind, exportieren wir die in ein Format, das es dann ins 3D-Druckprogramm rein tun kann. Das ist bei uns das MakerBot. Da werden die Objekte in der richtigen Größe dann angepasst, weil in 3D die einen Kinder modellieren im Millimeterbereich, die anderen im fast im Kilometerbereich. Da müssen wir einfach mal schauen, dass wir wirklich realistische Größen zum Drucken haben. Wenn wir es haben, dann wir es auf die SD-Karten draufspülen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Dann schnappen wir uns die SD-Karten, gehen jetzt rüber zum Drucker, rein in den Drucker damit und wir starten den Auftrag. Und jetzt hoffen wir, dass wieder alles funktioniert. Der Drucker muss ja nicht mehr zuerst aufheizen, bis er wirklich die Drucktemperatur hat, weil das Plastik ist ja hartes Plastik. Und das muss auf 250 Grad erhitzt werden ungefähr, dass es wirklich flüssig ist, dass er dann drucken kann. Und dann ist oft, dass er zum Beispiel beim Druck zwar anfängt, aber dass man dann beim Drucken auf einmal die Bodenhaftung verliert, dann wird das Objekt immer dumm gerutscht, hat man wieder Probleme, muss neu starten. Also ist alles ein bisschen probieren, Fehlererkennung und weiter da. Ja, also ich arbeite seit 3 Jahren jetzt in den Schulen mit dem 3D-Drucker und mit einfacher Software, um Dinge zu konstruieren. Zuletzt jetzt ist noch das 3D-Scannen dazugekommen, wo man mit einem einfachen Sensor am iPad, ich habe das hier, und hat wirklich ein einfaches Teil, das man aufs iPad draufstecken kann, anschließt und dann mit einer App, die gratis runterladen werden kann, kann ich da was einscannen, zum Beispiel meinen Hahn oder noch besser eben die Schülerinnen und Schüler und nachher damit etwas anfangen. Ich kann das dann am Computer nachbearbeiten oder ich kann, was noch viel besser ist, ich kann das direkt in die Software reinnehmen, die zum Drucker mitkommt und dann auf dem Drucker das ausdrucken. Wenn ich eine größere Belegschaft habe, also wenn ich eine größere Gruppe, sagen wir eine ganze Klasse oder eine halbe Klasse oder so habe, dann habe ich oft das Problem, dass ich also mit einem Gerät schon mal an sich nicht irgendwo hinkomme, weil wir haben hier so ein paar Druckaufträge, die dauern zwischen einer halben Stunde und vielleicht, sagen wir mal, eine Stunde. Die Objekte sind aber relativ klein und nicht mit viel Volumen. Im Normalfall bei einem Scan zum Beispiel habe ich ein größeres Volumen, damit man ein bisschen was erkennt am Kopf. Ich meine, es muss jetzt nicht gerade so groß sein wie das hier. Wir drucken meistens so vielleicht 6 cm hoch oder ja, einfach so, wie man es etwa gerade sieht. Und dann ist das Problem, dass man häufig einfach, auch wenn man eine ganze Gruppe hinbaut, man überlässt dann sozusagen das Geschick dem Drucker und ob es dann gelingt oder nicht, dass man muss wirklich auch ein bisschen tolerant sein, zu sagen, ich will es jetzt nicht irgendwie bis morgen Mittag fertig kriegen, sondern ich muss irgendwie das ein bisschen längerfristig planen. Und was auch viel ein Thema ist, also weshalb hat man nicht mehr Drucker? Die kosten was, sie kosten nicht die Welt, aber sie kosten in dem Fall von dem Modell etwa 2.500 und im Fall von dem Modell, das man dann aber selber noch zusammenschrauben muss, bin ich bei etwa 1.200–1.300 €. Da beim selber Zusammenschrauben habe ich aber den Vorteil, dass ich gleich noch lerne, wie man die Wartung macht und wenn mal was ist, kann ich da eingreifen und das wieder beheben selber. Also wenn man es kann, ich sage immer so, vielleicht sogar nicht auf den Qualitätsstandard gehen, sondern günstigere Geräte kaufen, dafür mehr davon. Ich glaube, das ist bei Notebooks oder bei Computerbeschaffungen sonst im Schulumfeld auch schon so der Fall. Der hat jetzt fertig gedruckt, in 20 oder 19 Minuten hat er den kleinen Roboter hergestellt. Ich sag mal so, er ist sicher nicht schlecht geworden, aber ich hätte ihn zum Beispiel auch lieber größer gedruckt. Aber das Problem ist wirklich, wenn ich Limiten habe mit der Anzahl Geräten und auch mit der Zeit, weil wenn ich da während eines Fachs irgendetwas drucke, dann ich komme nirgends hin. Also wir haben vielfach das so gemacht, dass wir während der Unterrichtszeit modelliert haben oder eben gescannt haben oder für den Druck vorbereitet haben. Und die Druckerei selber, die fand dann oft in einem Nebenraum statt und irgendein Vorbereitungszimmer. Und da durften dann Schüler zum Teil begleitet oder auch alleine rein und einen Druck starten und, oder wieder holen gehen, wenn es fertig war. In einzelnen Fällen hat man halt auch notgedrungen
sozusagen der Lehrperson überlassen, die Dinge auszudrucken. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern wir möchten möglichst, dass die Schülerinnen und Schüler selber den ganzen Prozess durchmachen. Also von der Idee über vielleicht Suche auf dem Internet, gibt es schon was in der Form, eine Vorlage, die ich anpassen kann. Danach vielleicht aber selber was zeichnen, weil es nichts gibt. Und schlussendlich das Umwandeln mit der Drucksoftware und Ausdrucken. Weil wenn man das wirklich mal gemacht hat und dann das selber gezeichnete oder hergestellt in den Finger hält, das ist einfach ein Effekt, das lässt sich schwer beschreiben. Das wirklich, man muss es selber mit den eigenen Sinnen praktisch erfahren haben, dass man sich das vorstellen kann. Viel haben wir die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel nichts bringt, wenn man sich einfach mal das Gerät holt und hinstellt und denkt, das läuft jetzt. Es ist eben nicht Plug and Print, wie wir viel sagen, sondern man braucht eigentlich die Person, die sowas betreut. Eine oder zwei Personen, häufig sagen wir, ist besser, die in der Schule so ein bisschen das tragen. Dann kommt es, glaube ich, auch unter die Leute. Aber wenn das, wenn es einfach nur hinstellt und denkt, ja, es ist ja wie irgendwie ein Kopierapparat oder sonst ein anderes Gerät, das braucht auch Wartung. Also hier ist einfach so, dass man viel mehr noch Erfahrung braucht. Also vielfach wird gesagt in der Szene, wenn ich so ein Gerät mir anschaffe, dann bin ich in der ersten Phase eigentlich nur am Drucken. Also ich drucke, drucke, drucke und drucke noch einmal so lange, bis ich so ein bisschen die Rahmenbedingungen im Griff habe. Weil ich kann in der Software verschiedene Einstellungen machen, ich kann unzählige Werte ändern, was dazu führt, dass er gar nicht mehr richtig druckt oder dass das, was rauskommt, nicht mehr brauchbar ist. Das ist einfach so die Erfahrung, die wir gemacht haben damit. Ja, also ein Programm, das wir sehr oft verwendet haben bei den Maker Days, war der sogenannte Cookie Caster. Der Cookie Caster, der befindet sich unter der URL cookiecaster.com. Und ist sehr einfach erklärt, es geht darum, einen eigenen Keksausstecher zu kreieren und den dann natürlich am 3D-Drucker auszudrucken. Um so etwas zu machen, man sieht hier, kann man sich seinen eigenen Keksausstecher bauen, braucht man zuerst also ein Bild. Dazu gehe ich zum Beispiel also auf pixabay.com, weil also ich dort frei zugängliche Bilder erhalten kann. Suche nach einem Motiv, zum Beispiel Haus. Bekomme ich also verschiedenste Häuser und suche mir zum Beispiel jenes hier mit dem Pilz aus. Das gefällt mir also besonders gut. Speichere mir diese Grafik auf meinem Desktop ab und wechsle in diesen Cookie Caster. Hier kann man sich einerseits quasi andere Produkte ansehen, was andere gemacht haben, oder ich sage, ich möchte meinen eigenen zeichnen. Auf das drücke ich jetzt und bekomme also hier eine ganz simple Oberfläche. Man kann jetzt natürlich hier einfach loszeichnen und sagen, so sollte mein Keksausstecher aussehen. Oder eben, ich verwende jetzt dieses Bild, das ich zuerst heruntergeladen habe. Dann sage ich Upload an Image, komme also auf meinen Desktop, wähle also dieses Bild aus und bekomme das als Hintergrundbild eingeblendet. Jetzt wähle ich hier den Stift aus und versuche einfach den Umriss nachzufahren. Also das geht durch ein paar wenige Klicks natürlich möglichst genauso, sonst würde das also ganz nicht stimmen. Man sieht also hier, kann auch weitere Strecken nehmen. Und es eignen sich natürlich Bilder mit einem sehr markanten Umriss, wo natürlich nachher erkennbar ist, was dieser Umriss auch darstellen soll. Das heißt also, wenn natürlich der Umriss nur ein Rechteck ist, dann ist es relativ unspektakulär. So, hier mache ich wieder mehr Punkte. So, fahre ich also diesen Umriss hier ab. So. Gehören noch zwei Punkte hinein und dann erkennt das Programm automatisch, dass der Umriss geschlossen ist und liefert hier bereits also eine erste Vorschau auf den Keksausstecher. Jetzt kann man sich noch ein paar Einstellungen auswählen, indem man sagt, ich möchte es ein bisschen größer haben. Ich nehme also jetzt bewusst die größte Einstellung. Wie hoch soll das sein, also wie tief ist dann dieser Keksausstecher, also hier 1,5 Zoll und ich kann ihn auch etwas dicker bis auf 3 mm machen, dann ist also dieses Produkt. Man sieht jetzt hier bereits also die Vorschau. Das Programm hat quasi den Umriss genommen, hat ihn etwas also verbreitert. Und jetzt brauche ich also hier nur noch das 3D-File runterladen im Prinzip, abspeichern und dann an den 3D-Drucker schicken. Und danach also erhält man einen Keksausstecher. Ein Beispiel,
eine solches Keksausstecher ist hier also das etwas, was ich also während der Maker Days produziert habe. Das ist also, sollte ein Darth Vader sein, den habe ich genauso nachgefahren und man sieht also dann also dieses Produkt und damit kann man also quasi seine ersten Weihnachtskekse dann also selbst produzieren. Und das haben die Kinder also sehr gerne gemacht. Es war wahnsinnig unkompliziert und man hat relativ schnell also mit wenigen Klicks also wirklich was Herzeigbares und kann sich also hier immer wieder was Neues machen. Also wir haben Autos nachgezeichnet, so Häuser, Pilze, Köpfe und so weiter und so fort. Und das war wirklich sehr oft in der Anwendung. Ja, als weiteres Programm, also mehr oder weniger als Konkurrenzprodukt zu dem Google SketchUp, gibt es also auch ein weiteres Tool im Internet, das also sehr toll ist. Das ist sogenanntes Tinkercad. Tinkercad.com. Auf dieser Webseite kann man sich also frei und gratis registrieren und mit wenigen Strichen einfach auch hier 3D-Objekte erzeugen. Das Schöne an dem ist, dass es also hier mehr Möglichkeiten gibt, kreativ zu sein. Also es ist nicht nur so ausgelegt also auf Rechteckobjekte, sondern es gibt also sehr viele Templates und Objekte, die bereits fertig sind. Dadurch ist das Zeichnen im Wesentlichen sehr einfach. Ich kann ein bisschen da hier durchscrollen. Alles, was man hier sieht, sind Projekte, die also während der Maker Days entstanden sind. Das wurde also alles von Kindern gezeichnet und diese sind auch tatsächlich ausgedruckt worden. Ja, also man wechselt auf tinkercad.com, meldet sich also dort oder registriert sich einmal und bekommt also dann diese Oberfläche hier. Hier sehen Sie also meinen Namen, das ist mein Profil. Und ich kann jetzt hier einfach auf Create New Design gehen und bekomme also hier eine Arbeitsoberfläche. Und man sieht also bereits, also dann kann ich mich also hier von allen Seiten da drinnen also bewegen und größer, kleiner machen und zoomen. Und das Schöne ist, man sieht hier auf der rechten Seite, es gibt also viele, viele vorgefertigte Objekte. Und man kann also damit natürlich geometrische Dinge zeichnen, aber auch, wie man sieht, eine Handvorgaben, Roboter nachzeichnen und sonstiges. Und das ist relativ simpel, indem man einfach zum Beispiel auswählt hier, das Objekt hier auf den Bildschirm zieht und dann hier genau bekommt, wo man also sitzt. Man kann natürlich jetzt, wie gesagt, zuerst das Ganze jetzt also in alle Richtungen drehen. Wenn man den kleinen Pfeil in die Hand nimmt, kann man das Ganze in die Höhe heben und man sieht also am Raster, beziehungsweise auch also gleich also an den Kodierungen, wo das Objekt und wie hoch und so weiter. Das ist natürlich wesentlich, weil wenn man Objekte zusammenführt, muss man dann schon sehr genau arbeiten. Und ich kann also hier dazu jetzt einfach eine Pyramide dazu tun, als Dach. Ich schiebe das vielleicht wieder auf den Grund, auf den Null herunter, sage, okay, ich möchte das Dach, das brauche ich aber in der Höhe und dann muss ich es noch so mir ungefähr rüberschieben und da kann man sich natürlich ganz genau dann spielen, dass es also exakt passt und man quasi hat dann hier also bereits sein erstes Haus und wie gesagt, kann man drehen, das Ganze wird wieder exportiert und kann also dann ausgedruckt werden. Das Programm kann sehr viel eigentlich und erlaubt also sehr schönes Handling mit verschiedensten Objekten und man kann hier wirklich sehr schön zeichnen und das Ganze ist nur eine Weboberfläche, das heißt, es braucht dadurch keine weitere Installation. Und auch hier haben wir sehr viele Dinge gezeichnet. Ich gehe jetzt noch einmal zurück, ich wollte nämlich noch zeigen, dass man auch dass sehr vieler Bestand ist. Jetzt muss ich nur noch in die Gallery wechseln zum Beispiel. Das heißt, also man muss also nicht hergehen und alles neu zeichnen. Aber hier sieht man zum Beispiel Objekte anderer User, die sich also hier eigene Handyhüllen bauen, Autos nachzeichnen. Man kann danach suchen und kann das ausdrucken, wie man möchte, beziehungsweise auch selbst dann noch nachbearbeiten, wenn der Geschmack irgendwie anders ist. Zum Beispiel also hier, wenn man auf die Favoriten klickt, dann sieht man also, mit welcher unglaublichen Akribie und Genauigkeit also hier bereits viele, viele Objekte vorhanden sind, die mit diesem Programm also gezeichnet wurden. Auch das haben wir also sehr viel im Einsatz gehabt. Die Kinder haben das also relativ gut empfunden und haben also wirklich auch versucht, so kleinere Männchen zu bauen oder eben auch Häuser. Ich habe also hier auch verschiedenste Objekte gesehen.